Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft, dem RPG-Projekt. Ich möchte hier noch kurz die Geräusche anmachen. Ist gut so. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Und wir fischen ein bisschen. So ungefähr fünfmal können wir das kurz die Route reinholen. Und wir könnten nachher einen Fisch erstellen. Und dafür brauche ich den Star wieder. Damit wir ein bisschen Leben hier reinbringen können. Komm. Was ist denn los? Ja, jetzt kommt's. Leder. Okay. Das ist doch besser. Auch wenn es jetzt ein bisschen verbuggt ist. Funktioniert das überhaupt? Ja. Ja, jetzt ist nichts gedroppt. Ich gehe mal hier nach oben. War vielleicht zu spät oder so. Also haben wir den Fisch bekommen und ich habe es nicht gehört. Okay, ein Stachelfisch. Dreimal haben wir jetzt. Und jetzt leckt es gerade ein bisschen. Und ein Frapsfehler wieder. Ja, manchmal geht es ein bisschen länger. Okay, ein zweiter Fisch. Hallo? Okay, jetzt haben wir zwei Stachel, also Kugelfische, zwei rohe Fische und ein Leder bekommen. Toll. Also, jetzt haben wir hier noch ein paar Samen und Weizen, die fertig sind, und damit füttern wir nochmals die Tiere. Haben wir nicht noch ein Weizenteil, Samen, Leder rein, Kugelfische rein, rohe Fisch nehme ich mal raus und brate sie, also räuchere sie eher. Und die Kühe brauchen wir am wichtigsten, also am ehesten. Dann machen wir die Kühe, also vermehren wir die Kühe. Das muss ich schauen. Also Obsidian brauche ich jetzt nicht. Daraus machen wir mal ein paar Glasflaschen, die brauchen wir. Und legen sie rein. Ich bräuchte noch Tinte. Und die kombiniert geben wie?
Hallo? Kann man das nachschauen? Ich bräuchte Tintenfläschchen, aber wie gehen die? Ah, ich weiß, glaube ich, wie. Zwei von denen. Oder zwei Gläschen. Wurde das Crafting-Rezept auch geändert? Ja, das bringt uns halt nicht viel. Da. Ja. Wir könnten es mit Wasser füllen. Okay, machen wir das. So. Dann müssen wir das mit Wasser. So. Jetzt haben wir zu wenig Tinte und wir haben so viel Fläschchen gemacht. Die leider sich nichts decken lassen. Bräuchten wir mehr Tinte von wo? Gehen wir am besten auf Reisen. Ja. Gehen wir ein bisschen auf Reisen. Ich habe jetzt auf Peaceful wieder gestellt, weil wir momentan keine Monster besiegen müssen und sonst einfach hungern. Wie blöd. Hier haben wir Schweine, könnten wir auch ein paar töten. Haben nicht zu viel, weil sonst die Fauna verloren geht. Also dorthin sind wir letztes Mal gegangen, zum Strand. Jetzt gehen wir mal in diese Seite, jetzt können wir schön rennen. Viel entspannter. Suchen wir mal nach neuen Blumen oder so für die Dekoration unseres Dorfes, Stadt und was wir alles noch so machen werden. Aber diese Blumen haben wir schon. Dort drüben ist Stronghold und Lava. Hier hat es keine Tintenfische drin. Also es gibt sehr viele Schweine hier momentan. Das ist eher so ein Schweinewald. Keine anderen Tiere. Und wirklich sehr begrenzt. Hier können wir mal ein paar gelbe Blumen mitnehmen. Die könnte man dann auch für Farbstoff und so gebrauchen. So. Ja, hier ist alles zu. Ah, Rosen. Ich liebe Rosen. Und hier haben wir Tintenfische. Und nein, hier werden wir noch nicht Lehm abbauen. Und das ist auch nicht alles Lehm. Hat nur die gleiche Farbe in diesem Texturepack. Da Tintenfische immer wieder spawnen, kann man ruhig ein bisschen ausrotten. Oh, spawnen hier viele. Könnten wir mal ein bisschen auf Vorrat kloppen. So, das reicht. Jetzt haben wir 19 Stück. Sehr schön. Ja, meine Katze jammert wieder. Ich hab dich erst versorgt, jetzt hör auf. Ist das ein anderes Biom hier? Oh nein, das ist nur ein Hoch. Weil es so hoch oben ist, ist hier. Hier ist auch ein Strand, okay.
Auf der Karte ist es heller, wenn es weiter oben ist. Oh, eine schöne Schlucht. Sind wir nicht mehr weit vom Strand? Doch, aber der Strand ist ein bisschen höher. Länger. Vielleicht ist es auch ein zweiter Strand. Was haben wir denn hier am Strand? Okay, es ist ein zweiter Strand. Aber auch direkt hier am Ozean. Ich hoffe, der Ozean ist nicht gigantisch groß, dass wir wirklich nichts anderes haben als Ozean einige Zeit lang. Und ich müsste mal eine andere Minimap-Mod noch reintun. Ich glaube, Zahns Minimap ist es, wo man rauszoomen kann. Das hilft uns bei der Erkundung und so. Ja, wie ihr seht, sehen wir nichts außer Strand. Also das ist wirklich tipptopp eigentlich für ein Urlaubsparadies. Wir müssten eigentlich nur Tropenbäume finden. Und ich müsste dann mal einen Mod installieren, wo man Palmen und so hat. Aber das nicht so generiert wird, dass es störend ist. Also wenn ich jetzt würde den Biome so Plenty Mod reintun, dann hätten wir Palmen, aber dann hätten wir auch alles andere. Und das möchte ich nicht. Ich möchte die Welt eigentlich normal haben. Ah, wir haben ein Bergbiom gefunden. Und wir haben Ding. Fichtenholz. Da können wir den gleich mal fällen. Und nochmal so einen neuen pflanzen, wenn wir genug Setzlinge bekommen von dem. Hier haben wir schön viel Eisen. Was ich noch finden möchte, ist ein eine Schwarzeiche. Da müssten wir schon fast dann eine im Ding holen. Im Mistcrypt. In einer Mistcrypt-Welt. Ja, wir haben mehr Setzlinge. Aber leider nur zwei. Ja, lassen wir das mit dem Baum nachpflanzen. Wir gehen jetzt hier weiter. Haben dort vorne nochmals einen Baum. Also hier könnten wir auch etwas sehr Schönes hinbauen. Es ist auch ein bisschen dunkler. Scheinbar gehört das so zur Weltgeneration vom neuen, also 1.7. Einfach noch nicht so entdeckt. Weil ich noch nicht viel gemacht habe mit dem neuen oder eher älteren Patch 1.7. So. Hier haben wir nochmals einen Strand. Sehr schön. Oder ist das eine Wüste? Wüste wäre geil. Da können wir eigentlich hier oben. Also was ist das? Extreme Hills Plus. Können wir ein Ding machen? Wie haben wir das? Ja. Hills. So. Und dann haben wir hier auch direkt eine Wüste, scheinbar. Oder ist es nur eine Insel? Hier ist ein Wasserbug. Können wir hier drin atmen? Ja, schön. Könnte beides sein. Ob es denn ein Beach? Okay. Das ist alles ein Beach. Ist das ein Spawner? Nein.
Okay, es ist nur ein Beach, aber ein großer. Kann ich das mal kurz aufdecken? Ja, es ist halt sehr wenig gezoomt. Wir müssen ein bisschen weiter nach außen, aber es geht nicht mehr. Okay, dann gehen wir nach oben. Machen die Map aus. Weil hier wahrscheinlich nichts mehr kommt in diese Richtung. Ah ja, ich habe hier die Waypoints unsichtbar gemacht wegen dem Server. Die könnte ich dann mal noch anmachen. So, jetzt sind wir an Land. Da ist Lava. Okay. Dort vorne ist auch irgendwo Lava gewesen. Da. Oh, schön. So Felswände mag ich. Okay, dann gehen wir da drüber. Hat sie hier jetzt auch wieder schön einen Lavafall. Hier kommt noch Wasser raus. Das ist da scheinbar auch Extreme Hill, einfach mit mehr Stein. So, sagen wir Stone Beach ist das. Und da oben, das ist nur Stone Beach, okay. Schön ein neues Biom, das ich noch nicht so gekannt habe. So etwas existiert, hätte ich schon erahnen können, aber mehr nicht. Was ich hier nicht gekannt habe. Okay, interessant, da vorne. Was ist das? Das ist diese Stelle da vorne, okay. Interessant. Interesting. Jetzt wieder Schnee, okay. Das ist da Stone Beach, ne? Nein, das ist jetzt Extreme Hills. Das vorher war Extreme Hills Plus und das ist jetzt Extreme Hills. Aha. Da vorne haben wir wieder Strand, oder ist das jetzt eine Wüste? Oh, hier haben wir ein anderes Biom dann noch. Da sind die Blätter wieder grün. Nehmen wir hier nochmals eine Fichte mit. Für mehr Setzlinge. Oh, sieht es schön aus da oben. Nicht schlecht, also. Okay, super. Ah, schön. Also ihr dürft jederzeit etwas vorschlagen oder euch wünschen. Aber alles nacheinander. Aber wenn ihr etwas Gutes habt, kann ich das natürlich hervorziehen. Jetzt ist die Musik ein bisschen zu laut.
So, genau. Also was ist das für ein Biom? Genau. River. Das ist einfach River. Darum ist es grün, das Gras. Ah, weil hier von hier hinten ein Fluss kommt wahrscheinlich oder so. Und da drüben haben wir aber auch irgendwas. Ja, das ist dunkelgrün. Aha. Ist das nicht die alte Musik? Wieso ist die jetzt noch drin? Ich dachte, die haben das alles ersetzt oder haben die das nicht ersetzt? Hm. Also hier haben wir sehr schön eine Ebene. Aber das ist wahrscheinlich... Ah, das ist Plains, gut. Ah, hier hat es Blumen. Haben wir die schon mal gepflückt? Dort hinten hat es auch noch andere. Das sind Gänseblümchen. Okay. Eine große Ebene. Haben wir hier. Dann machen wir hier auch ein Waypoint. Plains. Noch eine schöne Farbe. Cool. Okay, aber ein Schwarzeichenbiom finden wir nicht. Das müsste wieder eine gigantische Ebene sein. Eine Wüste, oh nein, ein Strand. Ja, Beach. Beach. Oder Peach. Prinzessin Peach. Außergewöhnlicher Strand. Da vorne ist was. Vulkan. Ah, das ist wieder ein Extreme Hills Biom Plus wahrscheinlich. Stone Beach. Wir finden allerhand kurioses Zeugs. Okay, hier kommt, denke ich mal, nichts mehr. Was haben wir hier? Kuckus. Ja, hier ist Sackgasse. Gefährlich. Wir gehen zurück nach Plains. Und gehen mal nach Norden dort. So nach Norden. In diese Richtung. Wir könnten mal außen. Also auf der anderen Seite des Flusses. Oder des. Was das ist, ein See.
durchgehen. Ah, hier ist genau, da wollte ich noch erkunden. Das ist wieder ein Wald scheinbar. Einfach mal kurz hier schauen noch. Gucken wir, hier ist immer noch Plains. River ist das. Das gehört zu River, denke ich mal. Zu Beach. Oh nein, das ist ein Forest. Okay. Haben wir hier nochmals ein Forest. So, die lassen wir. Hier haben wir noch einen interessanten Beach. Schöner Strand. Wieder eine Ebene. Mhm. Ja, mit Kürbis haben wir schon gefunden. Nein. Okay, gut. Nehmen wir mal den Kürbis mit. Genau, den hat uns noch gefehlt. Ist ein kleines Waldbiom oder geht das auf der anderen Seite noch weiter? Und zum Beispiel hier geht es weiter. Okay. Interesting. Oh, hier haben wir gelbe Blume. Pflücken wir gleich mal. Ein paar mehr. So, gut. Ist das eine Sackgasse hier? Nein, es geht weiter. Wie weit? Das ist auch nur ein Beach. Keine Wüstentempel hier. Okay, dann ist es mal Zeit, Mistkräfte ein bisschen zu machen, damit wir neue Welten entdecken, die da nicht so groß sind. Und meistens ein oder zwei Biome besitzen, die halt dann nicht so schön sind wie hier. Dann bauen wir überhaupt hier. Sonst könnte ich in einem Missgriff bauen. Aber leider ist der Weltgenerator von diesem Mod nicht so besonders. Okay, ich suche gerade noch einen Ort, wo ich gut ein Waypoint hinstellen kann. Aber hier ist eigentlich nur Wiese. Alles nur Strand. Am Meer. So. Okay, dann erste Mal werden wir in eine andere Richtung erkunden, aber jetzt gehen wir zuerst mal nach Hause und werden hier im okay. Das ist natürlich blöd, wenn wir hier drinnen spawnen.
Aber wieso spawnen wir hier unten drunter? Ist das ein Bug? Okay, hier machen wir ein neues Bearbeiten. 42 und 461, das ist plus, ja, und hier 5. So, jetzt habe ich es editiert. Können wir kurz schlafen? Genau, und haben wir das drin? Nein. Jetzt könnte man das anpflanzen. Das tun wir rein. Tinte können wir auch mal rein tun. So, Fichten, Birken, Holz brauchen wir nicht. Die zwei brauchen wir auch nicht. Doch, das brauche ich. Zuerst einmal werde ich die Fichten hier hin tun. So, und dann suchen wir uns einen Ort aus, wo wir Wasser hin tun können. Was sagen wir? Wir könnten es hier hin. Ich mache es mal hier hin. So, jetzt können wir ringsum die Kürbisse anpflanzen. Genau. So, Kürbisse habe ich hier. Jetzt die Samen, die tun wir für die. Ja, wir haben schon genug Hühner. Okay. Wir bräuchten noch mehr. Genau. Leider bekommen wir zu wenig Körner über. 2 reichen. Habt ihr irgendwo noch Hunger? Nicht? Okay, dann müssen wir die Schafe mal kurz. Nein, nicht. So. Ich sollte nicht. Wie soll ich jetzt das machen? Ich mach das mal kurz so. Genau. Und jetzt haben wir hier noch 4 für die Kühe. Genau. So, also das verbessert sich langsam. Eine Schere könnte ich mal herstellen. Für die Schafe, aber die müsste ich noch färben. Mit was könnten wir färben? Schwarz brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was ich am meisten bräuchte, ist gelb. Gelb. Ne, gelb brauche ich nicht so oft. Rot. Ja, das geht auch. So. Dann machen wir das mal. Nämlich 2 möchte ich rot machen. So. Die Scheren. Da haben wir schon mal rote Wolle. Geht mal weg, bitte. Und weitere tun wir dann auch. Da können wir mal eine größere Schafsfarm machen. Irgendwo weiter weg. So. Gut. Die nehme ich mit. Steinhacke brauche ich nicht mehr. Kohle ist hier. So. Ja, ich wollte einen Teppich machen. Innen.
hier und dazu ja, brauche ich die rote Wolle ein bisschen. Einfach so ein kleiner Teppich. Ich wollte, ah ja, mit Lapis Lazuli kann man blau machen. In der Stube, ich weiß jetzt nicht, wo ich die Stube hin tue. Das Wohnzimmer. Ich denke, ich werde auf dieser Seite eine Küche machen und auf der anderen Seite das Wohnzimmer. Und dann geht es irgendwo, zum Beispiel hier nach oben. Und oben machen wir dann die verschiedenen Zimmer. Eins für den Zaubertisch und eins für Mistcraft. So, ja, wir bräuchten Leder so langsam. Wie viele Tiere haben wir? 2, 4 und 4 kleine, 5 kleine. Das bringt uns wenig. Wir müssen jetzt ein bisschen hier bleiben und warten, bis die Tiere ausgewachsen sind und wieder essen wollen. So. Ja, fischen wollte ich. Bleibt uns mal. Und dann Holz fällen, aber Holz fällen will ich noch ein bisschen warten. Mit dem Hausbau und so weiter. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter nach oben. Dann ist auch der Bug nicht so da. Und sonst können wir eben zur Mine gehen und ein bisschen meinen wieder. Und so weiter. Ah ja, das Stronghold wollte ich noch komplett erkunden, genau. Aber eben, weil wir jetzt auf die Tiere warten müssen, bringt es noch nicht so viel. Einen Tisch kann man, glaube ich, schon herstellen. Da brauche ich nicht Leder. Und ich glaube, für einen Tisch braucht man auch nur ein Leder oder so. Aber allzu viel will ich jetzt noch nicht machen, bevor ich nicht weiß, wie alles geht. Also dann schließen wir den Part mit einem nächsten Fisch ab. Was ist das? Ein Rohrlachs, okay. Und das nächste Mal schauen wir wieder auf die Tiere. Und machen das mit Mistcraft und so weiter. Also, bis dann. Tschüss.